Gut, schauen wir mal, was wir noch erledigen können. Kein blödes Sprüchlein heute von euch? Verrückt. Okay, zumindest sollte ja jetzt erstmal wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt sein in den Systemen. Also die Reaper sollten jetzt weg sein. Was bedeutet, dass wir uns jetzt ganz gemütlich nochmal kurz nach Hades Nexus begeben können, um dort noch den Treibstoff einzusammeln. So, einmal rüber. Und dann haben wir auch dort die 100% erreicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir jetzt erstmal zur Citadel machen oder mit einem anderen Nebenauftrag nochmal weitermachen. Wäre beides nicht ganz reizlos. Ich bin ständig bei der Citadel, habe ich das Gefühl. Ich schau dort so oft vorbei, das ist echt Wahnsinn. Na mal schauen. Ich muss erstmal kurz noch gucken, was wir eigentlich an Nebenmissionen jetzt noch haben, die abseits der Citadel sind. Und werde darauf basierend meine Entscheidung jetzt treffen. Okay, wir haben hier... Die, die leuchten, sind die, die irgendwas haben, ne? Azari-Kolonie, das ist, glaube ich, das mit der... mit der Bibliothek, ne? Oder mit dem Kloster, meine ich. Was ist denn hier im Minus-Ödland? Woran leuchtet das denn? Wir schauen mal kurz danach. Eigentlich haben wir da ja 100%, also... Weiß nicht, was es hier gibt. Equitas, was ist denn das? Schauen wir es uns mal an. Equitas ist die Heimat der berühmten Eisenschluchten. Der Großteil seiner Oberfläche, bla bla. Turianische Forscher haben heiße Quellen an den Polkappen entdeckt. Gibt es irgendwas Wichtiges? Nicht wirklich. Wir schauen es uns mal. Ach, wir können auch gar nicht. Okay. Vielleicht müssen wir da erst noch irgendwas anderes für finden. Kann ja sein. Vielleicht gehört das auch zu einem von den DLCs mit. Gut, die Azari-Kolonie würde ich jetzt vielleicht nicht machen. Lasst uns erstmal zurück zur Citadel fliegen. Ich habe mir auch überlegt, wir könnten dann vielleicht noch mal ein oder zwei DLCs angehen. Wäre eigentlich auch nicht so falsch. Aber wir fliegen erstmal so zur Citadel, denn dort kriegen wir auf jeden Fall noch einen Nebenauftrag von Miranda. Die wollte uns da treffen. So. Wir wollen natürlich zu den Allianz-Docks, denn die anderen Sachen sind alles DLCs. Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen Sie ein Transportmittel? Nö, wir fangen mal gleich bei den Dingens an, bei den Docks. Nein, nicht nötig. In Ordnung. Gut. Ist Miranda denn gleich hier? Schauen wir mal. Nee, hier haben wir zwar einen Soldaten rumstehen, das ist dieses Gespräch, das wir mit belauschen können, aber ansonsten, glaube ich, gibt's hier nichts. Ach so, der Soldat. Ach stimmt, der wollte was von uns, ne? Ich habe auf Garvuk proteanische Datenlaufwerke gefunden. Ich lasse sie herbringen. Commander Shepard, danke. Das wird sicher eine große Hilfe sein bei... der Operation, die wir gerade durchführen. Wunderbar. Damit hätten wir es auch abgearbeitet. Ich habe die Anweisungen für Sie erhalten, Private, und werde Sie informieren, bevor der Trupp eintrifft. Die Allianz schickt uns zu einer E-Zero-Minenanlage auf Sani. Der Planet hat geringe Gravitation und eine toxische Atmosphäre. Sie müssen stets die volle Überlebensausrüstung tragen. Noch Fragen? Spielen wir Sicherheitskräfte, Sergeant Olimbi? Nein, Private, wir spielen nicht. Ah, ich glaube, hier fängt das Gespräch schon von vorn an. Na gut, okay. Dann schauen wir mal, was wir so in den anderen Bereichen haben. Ich glaube, hier wird es jetzt auch nichts mehr geben, großartig für uns. Gut. Status erkannt. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Gehen wir erstmal in den Wartebereich und schauen, was es dort gibt. Ich weiß auch nicht, wo Miranda uns treffen will. Werden wir bestimmt gleich rausfinden noch. Schauen wir mal auf die Karte. James Flüchtling Said. Was ist denn das für ein Flüchtling? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Wir schauen mal. Vielleicht haben wir hier irgendwas abzugeben. Könnte durchaus sein. Ich glaube, James und Said ist immer noch wie vorher, dass James hier mit rumsteht und trauert. Ah nein, Quatsch, James. Ich habe jetzt James und Steve verwechselt, tut mir leid. James wird bestimmt immer noch dabei sein, sich sein Tattoo stechen zu lassen. Und Said steht halt einfach in der Gegend rum. Nehme ich mal so an, oder? So, beim Prediger gibt's nichts Neues wahrscheinlich. Der liegt immer noch tot hier hinten rum, natürlich. Kennen Sie den aktuellen Anführer der Sans? Voske.
Erinnern Sie mich nicht an... Das hatten wir, glaube ich, schon. Der kleine Dreckskerl hat mal bei einer Patrouillenmission das Tor zu weit aufgerissen. Lassen wir den quatschen. Der hat ja keine Freunde, von daher muss er mit sich selbst reden. Ansonsten scheint es hier nichts für uns zu geben. Schade. Ich warte eigentlich immer noch drauf, dass wir hier jemand Bestimmtes wieder treffen, aber das kommt irgendwie nicht. Vielleicht dann erst, wenn wir die Asari-Dings abgearbeitet haben. Oh, ich glaube, James spielt schon wieder. Der ist echt schon wieder am Zocken, das gibt's ja gar nicht. Gut, hier gibt's auch nichts für uns. Ja, ja, der ist schon wieder hier. Der ist schon wieder am Pokern, natürlich. Ah, hier haben wir unseren Flüchtling, alles klar. Ich habe auf Gaihinom eine proteanische Sphäre gefunden. Kontaktieren Sie die Allianz und sagen Sie, Commander Shepard hätte angeordnet, dass Sie dafür bezahlt werden. Ja, danke. Das mache ich sofort. Alles klar. Haben wir das auch abgearbeitet. Wunderschön. So nach und nach arbeiten sich das die ganzen Nebenaufträge ab. Und es ist auch gar nicht mehr so viel, was wir hier haben. Du wirst niedergeschlagen heute. Bist du okay? Hat dich jemand belästigt? Nein, das ist es nicht. Mir geht's gut. Ah, verstehe. Während Asari und Allianz herbe Rückschläge hinnehmen müssen, kämpfen Turianer und Krokaner nach wie vor unerbittlich. Ihr Shuttle muss ziemlich langsam sein, sonst nichts. Glauben Sie, dass es Ihnen gut geht? Nach dem Ende des Krieges. Sie haben versprochen, dass Sie mich holen, was immer auch geschieht. Aber ich warte schon so lange. Ich weiß es nicht. Aber Sie wären sicher froh darüber, dass du in Sicherheit bist. Es ist nur... Ich vermisse sie so sehr. Tja, ich glaube, du wirst vergeblich warten. Und so langsam scheint bei ihr auch so ein bisschen die Erkenntnis eingezogen zu sein, dass ihr Warten vielleicht vergeblich sein wird. So ist das nun mal leider im Krieg, ne? Okay, machen wir uns mal weg hier aus diesem lauten Durcheinander und begeben uns in die Botschaften, ins nächste laute Durcheinander im Prinzip. So, haben wir denn hier überhaupt was? Auf jeden Fall den Elcor müssten wir hier haben. Ankunft bei den Präsidiumsbotschaften. Commander Bailey. Ach, die Asari-Ratsherrin wollte ja mit uns sprechen in Udinas Büro, genau. Diplomat und Asari-Kriegsstrategin. Siehst du mal, gibt ja einiges hier. Wunderschön. Ist jemand hier drüben? Nee, ne? Die sind, glaube ich, alle anderweitig. Und für den Volus haben wir immer noch nichts, oder? Doch, jetzt haben wir endlich was für ihn. Wahnsinn! Ich glaube, ich habe den Obelisken, den Sie erwähnt haben, aus dem Würgeschlund beschafft. Sie finden ihn in Bucht D24. Wirklich? Danke, Erdenclan. Wunderschön. Falls Ihr Volk zufällig gerade mit einem geheimen Bauprojekt befasst wäre, könnte dieser Obelisk bestimmt von Nutzen sein. Schön. Ich glaube, das war der erste Nebenauftrag, den wir überhaupt hier auf der Citadel erhalten haben. Jetzt haben wir ihn endlich auch mal abarbeiten können. Ist das nicht schön? Ah, hier ist die Kriegsstrategin, genau. Entschuldigen Sie, ich bin Commander Shepard. Wenn Sie versprechen, vorsichtig zu sein, habe ich etwas für Sie. Ja, ich kann damit versuchen, Ihre strategischen Schritte vorherzusagen. Wunderschön. Kein Danke oder irgendwas? Ich kann damit möglicherweise ein paar Rechten retten, Commander. Danke. Ah, geht doch. So will ich das hören. Drängend. Mensch, ich muss im Namen meines Volkes mit Ihnen sprechen. Worum geht's? Unterdrückte Trauer. Dekuna. Meine Heimatwelt. Die Reaper sind da. Unterdrückte Trauer. Unsere Krieger werden belagert. Aber ihre Truppen können sie retten. Drängend. Bitte. Alle anderen Spezies haben uns abgewiesen. Wie kämpfen ihre Leute? Stolz. Mit VI-unterstützter Infanterie. Unsere Soldaten tragen schwere Waffen auf ihren Rücken in die Schlacht. Stolz und beschämt. Unsere Feinde nennen uns lebende Panzer. Und andere weniger schmeichelhafte Dinge. Stell ich mir lustig vor, auf jeden Fall. Ich komme mit der Normandy, sobald wir Zeit haben. Erleichtert. Danke, Commander. Hoffnungsvoll. Vielleicht können wir einige Zivilisten evakuieren, wenn ihre Truppen eintreffen. Ungeduldig. Ich warte hier auf Neuigkeiten. Bitte beeilen Sie sich, Dekuna brennt. Hatten wir nicht eigentlich irgendwas für ihn geholt, was wir jetzt hier vorbeibringen können? Na gut, schauen wir dann halt nochmal auf Dekuna vorbei. Alle erforderlichen Formulare ausgefüllt.
und jede die steht Schikane immer noch hier, gibt's ja gar nicht. Na gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal bei der Asari-Ratsherrin vorbei. Bei Bailey wird es wohl nichts geben. Und schauen mal, was die Dame denn so für uns hat. Ich habe keine Ahnung eigentlich. Stellen Sie alle übrigen Akten sicher und versehen Sie sie mit einer Tentron-Freigabe. Commander Shepard, danke, dass Sie gekommen sind. Haben Sie was gefunden? Der Rat hat eine umfassende Untersuchung von Donald Udinas Aktivitäten angeordnet. Wir rekonstruieren noch immer seinen Putschversuch. Aber deswegen habe ich Sie nicht hergebeten. Die Lage wird für mein Volk immer dringlicher. Uns ist bekannt, dass Ihrem Tiegel immer noch eine wichtige Komponente fehlt. Der Katalysator. Wissen Sie etwas darüber? Nicht genau. Aber es gibt ein Artefakt auf unserer Heimatwelt Tessia, von dem nur höchste Regierungskreise wissen. Und weiter? Mit etwas Glück können Sie damit den Katalysator ausfindig machen. Das Artefakt befindet sich in einem Tempel mit diesen Koordinaten. Ich habe ein Wissenschaftsteam angewiesen, Sie dort zu treffen. Okay, das klingt vielversprechend. Wenn das Artefakt so wichtig ist, warum verstecken Sie es dann? Jede Spezies der Citadel hat ihre Geheimnisse, Commander. Aber dieses würde in den falschen Händen das galaktische Machtgefüge ins Wanken bringen. Genau das machen die Reaper auch gerade. Deshalb wende ich mich ja an Sie. Haben Sie vielen Dank. Sie werden uns helfen. Die Matriarchinnen verzweifeln langsam. Zum ersten Mal in unserer Geschichte ist Tessia angreifbar. Gegen die Feuerkraft der Reaper können wir trotz unseres Intellekts nicht bestehen. Ich tue, was ich kann. Ob Sie es wissen oder nicht, Sie sind mittlerweile der einzige Hoffnungsstrahl in völlig finsterer Nacht. Die Göttin sei mit Ihnen. Selbst die Asari mittlerweile. Selbst die Asari vertrauen mittlerweile mehr auf uns als auf alles andere. Schon verrückt. Okay, wir schauen mal, ob wir irgendwas mit unseren Spectre-Berechtigungen anfangen können. Ja. Auszeichnung für Captain Riley. Captain Riley, eine N7-Agentin, wurde wegen ihres Einsatzes auf Sion für eine Tapferkeitsmedaille vorgeschlagen. Eine Empfehlung durch einen Spectre würde das Verfahren enorm beschleunigen. Na klar doch. Kein Problem. Genehmigung der Versetzung von Private Talavi. Das ist die, die in der Andok-Bucht rumsteht, würde ich denken. Private Talavi hat die Versetzung zu einer Einheit beantragt, die aktiv gegen Reaper kämpft. Eine Notiz von Sergeant Olembe weist Private Talavi als ausgezeichneten Techniker aus und empfiehlt ihn für den Einsatz in einem Team, das Verarbeitungszentren der Reaper sabotiert. Ein Spectre-Befehl würde für eine schnelle Abwicklung sorgen. Genau das habe ich mir gedacht, dass wir das hier machen können. Sie wollte ja nicht gegen Cerberus kämpfen, weil ihr Bruder dort mit untergekommen ist. Klar, kein Problem, das machen wir gern. So, gibt's denn hier irgendwas Interessantes für uns? Behandlung chemischer Verbrennungen. Patienten im Huerta-Krankenhaus sterben an neuen und bislang unbekannten Arten von chemischen Verbrennungen. Das ist ein Problem für Militärangehörige, die sowohl Cerberus als auch Reaper bekämpfen sollen. Die Salarianische Special Task Group wäre für eine kleine Gebühr bereit, Daten zur Behandlung von Verbrennungen aus einer Forschungsstation auf Sirkesh zu übergeben. Um die Abstreitbarkeit zu wahren, muss jede auf diesem Weg erworbene Information anderen Quellen zugeschrieben werden. Wird gekauft. Und Geftech zur Störung der Zielerfassung. Ein verdeckt operierendes Eclipse-Team will eine Störtechnologie aus einer Geft-Station verkaufen. Der Einsatz solcher Störeinheiten auf dem Präsidium würde Feinde im Fall eines weiteren Angriffs auf die Citadel behindern und somit zivile Leben retten. Da die Allianz die Arbeit von Eclipse-Söldnern nicht offiziell unterstützen kann, soll so getan werden, als wäre die Technologie während des Einsatzes auf Rannoch gefunden worden. Okay. Ist irgendwie komisch, dass man solche Sachen dann immer erst im Nachhinein kaufen kann. Weil man die Aufträge halt schon vorher kriegt. Aber gut, was soll's. Man muss halt immer mal wieder reinschauen. Manchmal ist auch ohne, dass man irgendeinen naheliegenden Fortschritt bei den einzelnen Sachen gemacht hat, bei den Nebenmissionen, plötzlich was machbar. Okay, hier drüben ist wieder abgeschlossen mittlerweile. Bei Bailey brauchen wir eigentlich nicht reinschauen. Gut, ansonsten dürfte hier jetzt nichts weiter sein, ne? Botschafter. Was für ein Botschafter? Achso, der Elkor-Botschafter und Commander Bailey. Gut, aber mit ihm gibt es jetzt noch nichts zu besprechen, oder? Nee, okay. Müssen wir dann gleich nochmal auf der Kuna vorbeischauen.
Jetzt aber erstmal ins Krankenhaus. Sektorstatus erkannt. Ah nein, die Bar ist als nächstes dran. Einen Moment bitte. Siehst du mal, die Bar ist ja auf Etage 3. So, gibt's hier irgendwas für uns? Ankunft in der Bezirksebene Purgatory. Wütender Elkor, Area, Edie, Joker, Cortez. Cortez ist hier, aha. Na, da ist, müssen wir ja mal vorbeischauen. Ich habe den Kodex der Ahnen von Dekuna zurückgebracht. Er wartet in Buch D24 auf Sie. Erstaunt und erfreut. Wirklich. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Vielen Dank, Mensch. Aufrichtig. Das wird unserem Volk eine große Hilfe sein. Ach, siehst du mal, der war das. Okay. Hatte ich die beiden Elkos miteinander so verwechselt? Jetzt aber genug von meiner Panzerung. Suchen wir die Jungs und feiern ein bisschen, solange ich noch da bin. Wo hast du geparkt? Ich bin mit dem Rapid-Transit gekommen. Und dabei hast du den heißesten Wagen auf der ganzen Citadel. Ich habe auch die neue Lackierung gesehen. Ich habe ihn vor ein paar Wochen verkauft. Was? Aber du hast den Wagen doch geliebt. Ich weiß. Du hast doch von nichts anderem als diesem Wagen gesprochen. Ich weiß. Tja, und um den Zusammenhang zu verstehen, müssen wir uns nochmal dran erinnern. Er hat eine Rüstung bekommen, eine schweineteure Rüstung. Und ist der Meinung, sie auszusehen bekommen zu haben, dass da irgendein Fehler geschehen ist. Und sie hat ihren teuren Wagen verkauft. Hm, ob da wohl ein Zusammenhang ist? Na gut, schauen wir mal rein. Ob es hier noch irgendwas Schönes für uns gibt. Hier liegt immer jemand besoffen in der Ecke rum. Okay. Zur Area brauchen wir, glaube ich, nicht gehen. Das wäre unnötig, denke ich mal. Hier dürfte es auch nichts mehr geben. Bei denen nebenan, das Banner des ersten Regiments habe ich ja abgegeben. Turiana sitzt zwar immer noch da, aber ansonsten gibt es ja mit dem nichts mehr zu besprechen, oder? Das Banner des ersten Regiments. Das wird hier Rückgrat hart machen wie Stahl. Na klar doch. Sie sind dran. Ratsherrin Thebos. Okay, hier hat sich nichts geändert im Prinzip. Shaira, die Konsortin. Müssen wir bloß noch Cortez finden. Können wir damit aufhören? Sie machen mich nervös. Dalatras Linron. Finde ich immer noch gut. Okay, dann wird Steve wahrscheinlicherweise oben auf der Tanzfläche stehen. Ist Ihr Problem? Ja, ja, davon ist er. Die Allianz werde ich nicht übers Ohr hauen. Seit wann sind Sie denn so empfindlich, wenn es um diese Penner geht? Selber Penner. In letzter Zeit mal Nachrichten geschaut? Klar. Wissen Sie, was auf der Erde abgeht, während wir hier rumsitzen? Jetzt beruhigen Sie sich doch. Tja. Da ist sie wahrscheinlich doch ein bisschen empfindlich, was das angeht. Ach, hier drüben ist er. Ich dachte, dass das hier Steve wäre, aber das war er gar nicht. Okay, da hinten ist nichts weiter. Reden wir doch mal mit ihm. Sie haben es geschafft. Denken Sie was mit mir. Sie sehen zufrieden aus. Sie hatten recht. Gestern ist vorbei und morgen könnten wir alle tot sein. Das heute zählt. Ich werde es nicht vergeuden. Ich hätte nicht gedacht, dass Ihnen dieser Club gefällt. Man muss nicht erregt sein, um schöne Bewegungen zu genießen. Ich spüre hier Energie. Pures Leben. Und einige Anblicke in der Menge sind auch nicht zu verachten. Nee, ich will jetzt aber nicht mit ihm flirten, ehrlich gesagt. Denn ich habe Tali. Was? Ja, na gut. Mir reicht der Anblick auf der Bühne. Nee, der nicht. Der ist nicht so schön. Gut. Ich kann auf Konkurrenz verzichten. Hier. Auf Sie, Steve. Und auf Sie, Shepard. Ein guter Freund, als ich ihn brauchte. Danke. Für alles. Kein Ding. Okay, haben wir mal einen mit Steve getrunken. Ist doch auch ganz schön. Ich weiß aber nicht, ob ich Steve oder Cortez sagen soll. Ich weiß auch nicht. Was gibt's denn mit ihr hier? Ich habe einige Texte aus einer Bibliothek im von Reapern kontrollierten Raum mitgebracht. Ich lasse sie in Bucht D24 für Sie bereitstellen. Vielleicht hilft das ja weiter. Wirklich? Nun, verdammt. Schaden kann's nicht. Danke. Vielleicht kein Ding. Den Asari dann wieder ein, wie man kämpft. Hier war das mit den Ringen von Alune. Siehst du mal. Okay, aber ansonsten gibt's ja nichts weiter, oder? Nee. Wurde auch gar nicht mit angezeigt in der Übersicht, als ich vorhin reingeschaut hatte, oder? Naja, gut, was soll's. Mal sehen, ob wir jetzt hier draußen noch den Rest des Gesprächs mit belauschen können. Könnte eigentlich sein, dass die noch weiterreden. Okay, dann eben nicht. Gut, machen wir uns mal auf
ins Krankenhaus und schauen mal, was es dort alles gibt. Einen Moment, bitte. So ein bisschen Citadel im Schnelldurchlauf hier gerade, habe ich das Gefühl, ne? Ankunft so. Beim Huerta Krankenhaus. Dr. Ceylon Jacob Berater. Aha. Na dann, schauen wir mal, wo wir die alle finden. Was wurde mir denn gerade angezeigt hier? Wurde mir nicht gerade ein Pfeil angezeigt? Na gut, was soll's. Ah, hier, okay. Entschuldigen Sie, ich habe die Ringe von Alune beschafft. Ach, hier war das mit den Ringen von Alune. Sie warten in Buch D24 auf Sie. Das ist wunderbar, danke. Mein Volk wird diesen wundersamen Fund als Aufruf verstehen, die Krankenhäuser in der Nähe zu unterstützen. Okay, ich habe einfach viel zu viele Artefakte finden müssen für irgendjemanden. Die bringt man alle total durcheinander, finde ich. Ich konnte von der Farm entkommen und floh in die Hügel. Das Bauernmädchen habe ich mitgezogen. Ich wollte nur noch die Nacht überstehen. Mehr nicht? Niemand hätte mehr tun können. Ach so. Aber dann kam der Morgen. Kein Shuttle. Und dann kam der Nachmittag. Dann wieder Nacht. Und ich verstecke mich vor den Husks und diesen Turianer-Dingern. In der Akte steht, das Evakuierungsteam hat angenommen, dass ihre Position überrannt worden war. Und nach 2 Tagen habe ich immer noch keine Waffe. Denn die von den Turianer-Dingern kann man nicht benutzen. Mir wird klar, dass das Shuttle nicht mehr kommt. Außer ich gehe zurück zu der Farm und meinem Funkgerät. Und das Bauernmädchen? Sie war bei mir. Hat sogar ein paar Husks getötet. Mit einem Stock. Na gut. Ich glaube, einmal muss man noch hingehen, dass das Gespräch beendet. Ich denke, wir können uns aber schon denken, wie das Ganze ausgehen wird. So, gibt's mit Jacob noch was Neues? Ist noch etwas? Nee. Okay. Schön, dass wir reden konnten. Finde ich auch. Man muss solche Momente nutzen. Ich mag das. Und nochmals danke, dass Sie alle lebend rausgebracht haben. Machen Sie es gut, Jacob. Sie auch, Shepard. Ich werde an Sie denken. Passen Sie auf sich auf. Gut, okay. Gab also nichts Neues mehr. Dann suchen wir mal nach diesem Doktor. Der ist wahrscheinlicherweise nebenan in der anderen Ecke. Und werden mal... Ich weiß gar nicht, was wir da abgeben müssen. Na, schauen wir einfach mal. Irgendwelche Behandlungsmethoden jedenfalls wieder. Ich habe in einer Chemiefabrik diesen Behandlungsplan gefunden. Hilft Ihnen das? Behandlung? Was? Hey, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Aha, wahrscheinlich experimentell. Es ist reine Spekulation, aber wir machen trotzdem ein paar Tests. Vielleicht hilft es unserer Patientin ja. Wunderbar. So, ansonsten gab es nichts mehr. Genau, jetzt ist bloß noch Jacob auf der Liste. Wir arbeiten echt viele Nebenaufträge gerade ab, ne? So, wir schauen nochmal, ob es irgendwelche Gespräche gab, die wir hier weiter belauschen können. Aber ich glaube bald nicht, ne? Nee. Der mit dem amputierten Bein liegt zwar immer noch hier rum, aber der redet auch nicht mehr. Und es sieht immer noch nicht besser aus hier auf dem im Krankenhaus. So, hier drüben war doch auch noch jemand, oder? Ja. General Corellius wird sich wieder vollständig erholen. Er ist bereits wach und ansprechbar. Ach so, das hatten wir ja schon abgegeben, genau. Ansonsten ist hier nichts weiter. Okay, wunderbar. Dann auf ins Präsidiums Unterhaus und das ist dann auch schon unsere letzte Station hier auf der Citadel. Danach können wir uns dann schon wieder direkt in den Weltraum und in den nächsten Einsatz stürzen. Ich würde sagen, wir gehen ja erstmal nach Dekuna. Spectre-Status erkannt. Wählen Sie bitte einen Moment, bitte. Gut, mal sehen, was es hier noch alles gibt. Miranda müsste doch hier sein, oder? Präsidium Unterhaus. Ja, Miranda ist hier und Balavon ist auch wieder da. Oh, hier gibt's einiges abzuarbeiten. Tali, Forscher, okay. Schauen wir einfach mal. Werden einfach mal überall vorbeischauen. Achso, das ist bloß hier das Terminal. So, hier haben wir doch auch schon was zum Abgeben, oder? Was konnten Sie den Inschriften entnehmen? Wirklich? Ach nein. Ausgezeichnet. Ich wusste, Sie würden etwas finden. Das hat man auch schon abgegeben, siehst du mal. Dass sie überall sitzen bleiben müssen, das ist ja schrecklich. Da findet man sich ja gar nicht mehr zurecht. Den hat man auch schon, ne? Danke, Erdenclan. Meine Leute haben immer noch Angst. Aber sie wissen jetzt wieder, wer sie sind. So, ansonsten, wo ist denn Balavon? Ich dachte, er würde hier wieder am Terminal sitzen, aber macht er gar nicht. Vielleicht wird er auch bloß noch angezeigt, obwohl er gar nicht mehr da ist.
Ich habe übrigens festgestellt, er sieht Shepard gar nicht so unähnlich hier. Also meinem Shepard, das ist ja nicht der Original Shepard. Auch lustig.